Was ist los? Ist das die Außenstelle? Nein. Es ist der Gedankenraum. Träume ich? Meine Arbeit. Alles ist weg. Was zur Hölle passiert hier? Wo ist alles? Ich habe alles verloren. Nichts funktioniert. Ich kann nicht klar denken. Ich komme hier nicht weg. Was zum Teufel? Wieso kann ich nicht weg? Das Dunkel hat Casey übernommen und mir den Klicker gestohlen. Ich weiß nur noch, wie er mich in den Cauldron Lake geworfen hat. Ich bin am dunklen Ort. Ich bin verloren. Wie komme ich hier raus? Was soll ich nur tun? Das war ich nicht. Oder? Was? Wen im Stich gelassen? Was passiert mit der Falltafel? Laut der Tafel hätte ich sie enttäuscht. Wer sind Sie? Ich habe alle enttäuscht. Logan, Casey, mich selbst. Das ist meine Schuld. Meine Tochter ist tot. Mein Partner fiel einem Monster zum Opfer. Und ich sitze im dunklen Ort fest, machtlos. Ich bin nicht nutzlos. Was geht hier vor sich? Das bin nicht ich. Casey. Ich habe Casey im Stich gelassen. Einfach so. Ich hätte für ihn da sein müssen. Aber ich habe eine falsche Spur verfolgt. Er brauchte mich. Und jetzt ist er ein Monster. Er brauchte mich. Logan. Ich habe meine Familie vernachlässigt. Die Fälle haben mich zu sehr gefesselt. Mir gefiel, wie gefährlich die Arbeit war. Und genau diese Gefahr hat mir meine Familie genommen. Und meine Tochter. Nein. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ich bin eine schlechte Mutter. Ich habe sie sterben lassen. Scratch hat Casey erwischt. Und ich bin schuld. Du Versagerin. Ich habe das verdient. Scratch. Er benutzt Casey. Wie er es mit Wake getan hat. Night Springs. Logan und David lieben diese Show. Ihr wöchentliches Ritual. Ich hätte ihnen nie trauen sollen. Scratch war Wake. Wie konnte ich das übersehen? Casey wurde verdorben und ich habe nichts unternommen. Casey war verletzt. Ich hätte auf ihn aufpassen sollen. Dieser Fall, dieser Raum, ist irgendwas davon real? Wake. Mein Leben. Meine Familie ist nur Teil eines Buchs. Ein weiteres weißes Arschloch entscheidet für mich. Er hat mir meine Tochter genommen. Ich werde nie von dieser Geschichte frei sein. Von ihm. Er hat sie benutzt. Bitte, Mama. Hilfe.
Sie ist nicht tot! Verdammt! Ich habe genug davon. Es holt mich ständig ein. Was passiert hier? Warum passiert das? Was ist das? Fühlt sich an, als würde ich in einem Albtraum festsitzen. In einer Kammer mit meinen Ängsten. Was? Nein. Es war so offensichtlich, dass die Koskela-Brüder zum Kult gehörten. Der Kult war nur der Anfang der Spirale. Logan. Die Geschichte hat sie benutzt. Ich hab genug von euch Wahnsinnigen! Ich hätte Casey nie allein im Hotel zurücklassen sollen. Ich bin schon zu lange von Logan getrennt. Was passiert mit mir? Ich hasse das. Aber es stimmt. Ich habe versucht, die Gedanken zu unterdrücken. Aber ich kann ihnen nicht entkommen. Ich ertrinke. Ich brauche einen Ausweg, bevor ich untergehe. Scheiße, nein! Nein, es muss einen Ausweg geben. Ich muss hier raus. Oh Gott. Nichts davon ist real. Ich drehe durch. Ich bin nicht mal hier. Der Gedankenraum ist nicht real. Ein Fall über übernatürliche Dunkelheit? Das muss ein psychotischer Schub sein. Ich habe Logan nach Watery geschleift. Ich bin schuld an ihrem Tod. Es muss einen Ausweg geben. Ich muss hier raus. Das war's. Es hat keinen Sinn mehr. Alles ist verloren. Es gibt keinen Ausweg. Ich habe alles versucht. Kein Ausweg. Ich sitze für immer hier fest. Nur ich und meine Vergangenheit, meine Schuldgefühle, meine Fehler. Ich komme nicht mehr weiter. Ich sitze fest. Aber das ist mein Gedankenraum, mein Geist. Alles, was ich brauche, ist hier. Es muss hier sein. Die Lichter! Nein. Nein. Ich gebe nicht auf. Der Gedankenraum fühlt sich anders an.
Etwas hat sich verändert. Scratch war zu viel für uns. Casey hätte nicht mitkommen sollen. Gib dir nicht die Schuld dafür, Henderson. Ein Messer im Arm ist Berufsrisiko. Wenn du dich weiter so aufregst, solltest du lieber verschwinden. Aber lass den Whisky hier. Ich hab das hier online gefunden und musste an dich denken. Okay, was tust du da? Das ist doch keine große Sache, Mama. Oh, keine Umarmung. Keine Umarmung. Hey. Ich wollte mich nur für deine Nachricht bedanken. Manchmal mache ich mir einfach zu viele Gedanken. Weißt du? Du bist echt die Beste, Mama. Wirklich. Okay. Wir hören uns. Meine Marke. Ich hätte diesen Fall nie übernehmen sollen. Hey, Mama. Ich habe ein Armband für dich gemacht. Und ein passendes für mich. Also bring etwas Cooles aus Washington mit. Damit wir sie verzieren können, okay? Nein, ich lese nicht mehr weiter. Diese Auszeichnung ist eine große Ehre. Vielen Dank. Auch wenn sich unsere Behörde weiter verbessern muss, ist die Arbeit, die wir hier leisten, der Schutz der Gemeinde und die Suche nach der Wahrheit, die wichtigste Arbeit, die es gibt. Ich darf mich einfach nicht verunsichern lassen. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß nicht, was ich tue. Was zum Teufel? Logan ist keine Handlungstreiberin. Sie ist meine Tochter. Und sie ist nicht tot. Tot! Sie ist tot! Ich habe sie nicht gerettet. Nein, nein, nein! Nein. Alles ist real. Ich weiß es einfach. Es ist nicht zu spät. Ich kann sie noch retten. Egal, was ich tue, jemand wird verletzt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe Angst. Ich bin mein größter Feind. Die Ängste in meinem Kopf lähmen mich. Ich kann nicht weg. Gott verdammt! Unser Job ist gefährlich. Casey hat es mir gesagt. Niemand ist schuld daran. Schuld! Ich! Scheiße, nein! Nachdem mich Miranda verlassen hatte, ging es ihr nicht besonders gut. Dass sie mich zu den Abendessen bei ihnen zu Hause und ihrer Familie mitgeschleift haben, hat mir sehr viel bedeutet. Danke.
Angst zu haben ist normal. Aber hier darf es nicht enden. Nein, nein, nein! Ich will nur, dass es aufhört. Aufgeben ist auch keine Option. Logan braucht mich. Und Casey auch. Ich stehe kurz davor. Der dunkle Ort will, dass ich mich selbst hasse. Aber ich muss nur irgendwie... Ich habe Fehler gemacht. Und werde noch mehr machen. Aber ich kann mich bessern. Hier rauszukommen wäre ein Anfang. Ich habe Angst. Es wird wehtun. Aber es nicht zu versuchen wäre noch schlimmer. Es wird wehtun. Aber ich werde kämpfen. Der dunkle Ort will mich hier festhalten. Konfrontation ist der einzige Ausweg. Wake nannte es ein Albtraum. Ich muss mich hineinstürzen und den Weg nach Hause finden. Das Münztelefon läutete. Ich hatte das Gefühl, der Anruf galt mir. Hallo? Ich bin's. Sie müssen zur Statue beim Parliament Tower Plaza. Um das Ende zu verwirklichen, brauchen Sie den Inhalt dieses Schuhkartons. Das Ende? Schuhkarton? Wer ist da? Agentin Anderson. Sind Sie es? Verzeihung, aber dieser Ort spielt mir oft Streiche. Sheriff Breaker? Was ist Ihnen zugestoßen? Wie sind Sie im dunklen Ort gelandet? Ich wurde hergebracht. Wallendor hat mich aus der Leichenhalle entführt. Ich versuche schon seit einer Ewigkeit, es zu verstehen. Ich muss zum Parliament Tower Plaza. Wissen Sie vielleicht, wo ich ihn finde? Hier ist es, als würde man versuchen, sich in einem Traum zurechtzufinden. Ich wollte eine Karte erstellen, aber alles verschiebt sich. Es scheint, als gäbe es viele Versionen, die übereinander liegen. Aber es gibt eine Seite. Darin steht, wie sich Dor hier zurechtgefunden hat. Ich habe versucht, ihm zu folgen. Ohne Erfolg. Wer ist dieser Dor? Er ist hier, irgendwo. Ich sehe sein Gesicht schon seit Jahren, in meinen Träumen. Die ganze Sache ist verrückt. Er ist viel wichtiger, als es scheint. Er steht mit allem in Verbindung.
Kann ich die Seite sehen, Tim? Natürlich. Eigentlich wollte ich Ihnen die Seite in der Leichenhalle von Bright Falls geben. Wenn ich darüber nachdenke, wollte Dorf vielleicht, dass ich Sie daran hindere, sie zu lesen. Hier. Ich suche weiter nach Dor. Je näher ich komme, desto mehr habe ich das Gefühl, aufzuwachen. Ich muss den Mann hinter dem Vorhang finden. Wallin Dor ging über die nassen Pflastersteine des Caldera Street Plaza. Er hielt an der Tür zur Baustelle an. Dort hing ein Poster für seine Talkshow. Er ging durch die Tür in der Hoffnung, zum Parliament Tower Plaza zu gelangen. Ich weiß, was ich zu tun habe. Die Tür zum Parliament Tower Plaza befand sich bei der Baustelle. Ich habe noch nie zuvor eine Seite über Wallin Dor gesehen. Wer ist er? Eine Tür zwischen zwei Räumen befindet sich in beiden. Eine Tür, die überall hinführen kann. Diese Tür steht im Zentrum. Er herrscht über die Ströme der Realität. Es haben so viele Mächte ihre Finger im Spiel. Schwer zu sagen, wer wen verarscht. Ich öffne zu viele Türen. Das ist jetzt nicht wichtig. Ich sehe es mir später an. In der Seite steht, wie er die Tür durchschreitet. Wie mache ich das? Der dunkle Ort hat viele Gesichter und Namen. Ein Spiegel, der alle möglichen Realitäten reflektiert. Die Familie Dor hat die Macht, zwischen den Realitäten zu reisen. Hier und überall. Wenn ich irgendwie aus diesem Albtraum entkomme, finde ich vielleicht einen Weg zurück nach Hause. Ich hab's geschafft. Ich muss zur Straße hoch und die Statue finden. Du hast mich ertrinken lassen! Du hast mich ertrinken! Das reicht. Klicker von Washington hierher gekommen. Ja? Hallo, Sie kennen mich nicht, aber Sie müssen mir zuhören. Moment, woher wussten Sie, dass der Klicker dort ist? Das ist wichtig. Alan ist verwirrt. Ihm fehlt das Ende. Er braucht Ihre Hilfe bei der Fertigstellung der Geschichte. Wie soll ich ihm von hier aus helfen? Okay. Ich bin im dunklen Ort. Wake ist in Washington. Ich konnte mich in den Übergängen mit ihm unterhalten. Mein Gedankenraum ist mächtiger, als ich je dachte. Ich kann versuchen, ihn zu kontaktieren. Oh, my God.
Alan. Wir müssen über das Ende reden. Saga. Was? Denn komm! Die Dunkelheit. Alan, wir müssen über das Ende reden. Saga, was ist das? Mein Gedankenraum. Ich wollte schon mal mit Ihnen darüber reden. Aber jetzt verstehe ich alles besser. Sie haben auch Visionen? Ich dachte, es wären Ideen, Inspirationen. Sie sind real. Genau wie das hier. Ich wollte die Geschichte mit Ihnen wahr werden lassen. Also kommt das von uns beiden. Vielleicht können wir so in den Übergängen kommunizieren. Wir können das nutzen, um Scratch aufzuhalten. Zuerst brauche ich das Ende. Also gibt es Probleme mit dem Ende? Ich habe das Ende nicht. Es muss perfekt sein, aber... ich habe keine Zeit, es mir zu überlegen. Was soll ich nur tun? Mist. Tut mir leid. Diese ganze Sache ist ein Chaos. Einverstanden. Aber das werden wir noch hinkriegen. Was soll das heißen? Perfekt. Die Elemente des Endes müssen sich aus den vorherigen Teilen ergeben. Und leider ist es eine Horrorgeschichte. Das Ende muss also verdient sein und zur Geschichte passen. Ohne die nötigen Beweise gibt es keinen Fall. Nur so kann es Bestand haben. Sie müssen mir nicht sagen, dass es eine Horrorgeschichte ist. Okay. Damit es funktioniert, muss das Ende passen. In Horrorgeschichten gibt's nur Opfer und Monster. Es muss einen Weg geben, einen Helden einzuführen. Wenn es einen Helden gibt, wird dieser einen hohen Preis zahlen. Ich kann Logan und Casey nicht der Geschichte überlassen. Sie wurden da hineingezogen. Sie müssen überleben. Ohne Wenn und Aber. Nicht nur sie. Wir müssen alle retten. Ich weiß, wie ich Casey retten kann. Er ist eine reale Person, die ich zu einer Figur gemacht habe. Er ist nicht meine Schöpfung, daher ist er kein Wirt für das Dunkel. Das kann ich ins Ende schreiben, damit das Ding aus ihm herauskommt. Wenn das Ende zur Geschichte passen muss, dann sehe ich das so. Return ist eine Geschichte über eine Geschichte, die wahr wird. Ich bin eine Figur in der Geschichte. Nicht nur eine Figur, die Heldin. Okay, die Heldin. Daher musste ich durch die Hölle, um hier zu sein. Das ist mein Leben. Ich habe es verdient, der Geschichte zu entsteigen und das Ende zu verfassen. Ja, das machen wir. Hier und jetzt. Wir denken uns das Ende aus, das ich schreiben muss. Das ist nicht Scratchs Ende. Aber es ist auch nicht Ihr Ende. Das ist unser Ende. Sie sind auch nicht der Einzige, der diese Dinge entscheidet. Ja, stimmt. Ich schaffe es nicht allein. Wenn ich schreibe, wird alles schlimmer. Sie haben dieses Ding damals besiegt, Alan. Und jetzt werden Sie es wieder tun. Sie sind auch ein Held. Sie und ich. Bringen wir es zu Ende. Das Ende wird düster werden. So oder so. Je mehr Menschen
Menschen wir retten, desto höher der Preis. Und der Held wird dafür bezahlen. Einer der Helden. Es muss immer ein Gleichgewicht geben. Scheiße, tun wir es. Ganz sicher? Keine Zeit für was Besseres. Scratch ist jeden Moment hier. Das wird unser Ende. Ich hab den Klicker. Ich werde ihn zu Ihnen bringen. Ich mach die Seiten fertig. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich muss meine Schritte zum Caldera Street Plaza zurückverfolgen. Ich gelangte durch den Brunnen zum dunklen Ort. Vielleicht kann ich ihn dort auch wieder verlassen. Alan? Saga, ich hab's geschafft. Davon haben wir gesprochen. Ich hab den Klicker und die Lichtkugel. Dann mal los. Aber das muss ich machen. Fühlt sich an, als wäre ich ewig auf dieser Reise. Okay, es muss hier enden. Diese Dunkelheit. Was unter der Oberfläche liegt, verschiebt sich jetzt. Das Schattenspiel. Ich tauche mein Gesicht in das Wasser ein. Er ist hier! Es ist furchtbar kalt. Am Spiegel der Oberfläche vorbei. Dann werde ich es sehen. Casey? Das Ende. Scratch! Yes! Das weiße, gleißende Licht der Wahrheit durchdringt für einen kurzen Moment die Schatten, enthüllt das Grauen. Und in diesem Moment der Stille wird die geflüsterte Botschaft endlich erhört. Komm schon, du Arschloch! Komm schon! Na los! Ah! Was, wenn gar nichts mehr aufgedeckt werden muss? Das Schattenspiel hat uns alle getäuscht, eine List, um unser Interesse zu wecken. Die Dunkelheit nicht als Monster, die Dunkelheit als Leere. Wir sind nicht schlauer. Keine Antworten, keine Wahrheiten. Der Blick in sein Innerstes zerstört den Helden, doch er wird erlöst. Saga sagte, wir sind beide Helden. Ich werde diesen Preis bezahlen. Das wird sie auch. Wir sind hier, um das Monster zu töten. Ich bete, dass danach nichts mehr kommt. Nichts außer Schlaf. Auf diese Art siegen wir. Ist es so einfach? Was, wenn das immer noch der dunkle Ort ist? Noch ein Traum, aus dem wir erwachen müssen, in dem wir stets an den Anfang zurückkehren. Die Erinnerungen ausgelöscht. Vielleicht ist es eine Erlösung, zu vergessen, nicht zu wissen. Wenn wir die Schleife erneut durchlaufen.
this child who died the ODM made the soldier reappear. The ashen burn night and day as I had to get you free. Das ist nur für dich. Nachdem der Spuk begann, setzte ich mich mit einer Organisation in Verbindung, die sich mit Bright Falls beschäftigte. Ich ging in ihr Büro und dann passierte etwas. Als ich wieder zu Hause war, habe ich mich plötzlich wieder erinnert. Und zwar, dass ich in diesem See gefangen war. Einem dunklen Ozean mit Echos von mir selbst, meinen Ängsten und meinen Fotos. In einer dunklen, einer Flut des Wahnsinns, dieselben Ereignisse und Bilder, die sich ständig wiederholten. Dann sah ich ein Licht. Dein Licht. Du tauchtest ein, als ich hinausschwamm. Du bist nicht ertrunken. Du versuchst immer noch herzukommen. Spuk ist nichts anderes. Ich kann dich sehen, weil ich auch schon da war. Ich beschloss, an den dunklen Ort zurückzukehren. Das ist der Grund für diese Ausstellung. Ich musste dich in die Irre führen, damit ich dich dorthin führen konnte, wo du sein musstest. Der einzige Weg aus deiner Schleife ist Zerstörung oder Aufstieg. Dunkelheit oder Licht. Die Zerstörung haben wir schon viele Male besprochen. Wir kommen nun immer und immer mehr zum Aufstieg. Es gibt hier keine Zeit.
Du musst weiter die Schleife durchlaufen. Aber ich werde dir die Bilder zeigen, die du sehen musst. Und das Licht, das du sehen musst. Bis du bereit bist. Alan. Ich glaube, wir sind nah dran. Es ist keine Schleife, sondern eine Spirale. Discord, misuse of words, and the wool over my eyes when I needed support to feel the burn to lift me up to new heights. Sensation compelling, and I'm closer to the edge. Temptation. Truth takes real.